Gut, hast du sehen auf die falsche Taste gekommen. Auf jeden Fall haben wir die Schraube jetzt ja auch drin. Drehen Sie wie gewohnt, wie vorhin abgeschraubt, jetzt wieder drauf. Handfest reicht. Als nächstes die beiden Connector stellen. Handfest. Und noch die Schraube in der Ecke. So. So, dann haben wir das schon mal hinter uns. Als nächstes nehmen wir das Blech von vorhin, setzen es wieder drauf, achten darauf, dass es hier einhakt an den Connector und nehmen als nächstes die Schrauben und schrauben das Blech wieder fest. Handfest reicht. Dann den Schalter wieder auf die Position setzen, wo er war. Geht nun eine Richtung, wie ihr seht, weil hier so eine kleinen Plastikvorsätze sind, die da nur so drauf passen. Also könnt ihr nicht andersrum drauf machen. Seht ihr dann. So. Das noch. Und die zweite Schraube. Das wäre es mal dazu und last not but least müssen wir natürlich den Ejector für die Module wieder drauf machen. Ist jetzt mit einer Hand wieder etwas haarig, also werde ich die Kamera so hinlegen. Achtet einfach darauf, dass das hier so durch das Loch geschoben wird und das die Feder richtig drauf ist. Könnt ihr schon mal hier so reinklemmen und die müsst ihr dann, das ist ein bisschen schwer euch zu zeigen, das zeige ich gleich noch mal, wenn wir fertig sind. Genau. Nicht, ob man das jetzt gut sieht. Da unten. Nur meine Hände wegnehmen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu verschwommen, oder? Ja.
Jedenfalls unten für die Feder eine kleine Vorrichtung an dem Plastikteil. Und oben an dem Ejector ist auch eine kleine Vorrichtung für die Feder. So, um das jetzt hier reinzumachen, müsst ihr ein bisschen schleifen. Also ich mache es immer so, es gibt sicherlich noch einen anderen Weg. Und vorher habt ihr das einfach reingeschoben und die Feder tut ihr dann einfach wieder so hinsetzen, wie sie war. Dann habt ihr hier ist die Feder. Genau. Dann als allerletztes nehmt ihr den Controller-Port, setzt ihn einfach hier oben drauf. Hält eigentlich ohne Probleme. Und verbindet den Stecker wieder mit dem Connector hier. Seid da dabei ein bisschen vorsichtig. Warte, jetzt muss ich euch noch zeigen. Da ist er. Ein bisschen vorsichtig sein. Und dann hier wieder draufsetzen. So, dann habt ihr im Grunde genommen das komplette Super Nintendo wieder zusammengesetzt. Achtet darauf, dass der Schalter aus ist. Und jetzt könnt ihr das Gehäuse nehmen. Schaut dabei, dass der Power-Schalter unten ist, genauso wie der Power-Schalter im Gehäuse. Und setzt ganz leicht das Gehäuse wieder drauf. Sollte auch funktionieren. Können wir auch gleich mal testen. Reset, merkt man. Check geht. Und man merkt auch, dass der Schalter im Gehäuse an sich schaltet. Ja, jetzt dreht ihr das Ding um 180 Grad auf den Kopf und schraubt die Schrauben wieder herein und testet danach. Ich hoffe, es hat euch was geholfen, auch wenn es ein bisschen wackelig war. Irgendwelche Anregungen, Feedbacks sind immer willkommen. Bis dann.